Hallo, heute machen wir eine Tiramisu. Dafür brauchen wir Eier, Zucker, Mascarpone, Löffelbiskuit, Sahne, Amaretto, Kakaopulver, Kaffee und Kuvertüre. Als erstes geben wir uns die Eier in die Küchenmaschine. Wir können auch ein Handrührgerät zum Beispiel verwenden oder eben eine Küchenmaschine. Ganz frische Eier verwenden, weil wir die bei der Tiramisu roh essen, die Eier. Und da sollten sie wirklich ganz, ganz frisch gekauft sein. Dann geben wir dazu den Zucker. Das schlagen wir uns jetzt durch auf höchster Stufe, so für ungefähr 5 Minuten, bis die Masse richtig Luft bekommen hat und ein bisschen schaumig geworden ist und richtig nach oben geht. Das zeige ich euch gleich. Genau. Jetzt hat die Masse richtig schön an Volumen zugenommen. Jetzt geben wir uns dazu den Amaretto. Und die Mascarpone. Einfach hier mit in die Masse reingeben. Und einen ganz kleinen Schluck Sahne. Das macht das Ganze doch ein bisschen geschmeidiger. Und jetzt schlagen wir das weiter, bis die Mascarpone und die Eimischung sich richtig schön verbunden haben zu einer cremigen Masse. Ja, da ist jetzt eine cremige Masse entstanden. Die wird aber im Kühlschrank nachher, wenn wir es kühl stellen, wird die fest, sodass wir nachher eine Portion rausstechen können. Jetzt nehmen wir uns die Löffelbiskuit zur Hand und tauchen uns die einmal in Kaffee, nur relativ kurz, und nehmen sie wieder raus. Wenn ihr sie zu lange drin lasst, dann saugen sie sich komplett auf, werden ganz weich und brechen in der Mitte durch und werden halt so ganz matschig. Das heißt, einmal reintauchen, einmal umdrehen, nochmal ein bisschen reintauchen. Ja. Und jetzt hier rüberlegen. Ihr könnt anstatt Löffelbiskuit, wenn ihr das möchtet, zum Beispiel auch so einen Obstboden nehmen. Das funktioniert auch ganz gut. Da kann man dann mit einem Pinsel den Kaffee draufstreichen, den schneidet ihr zu auf Größe der Form und dann einfach mit dem Pinsel ein bisschen drüber pinseln. Ich habe hier noch Schokolade liegen, weil ich nachher einfach oben auf die Tiramisu drauf nicht nur ausschließlich Kakaopulver machen möchte, sondern auch ein bisschen Schokolade, weil ich diesen nur Kakaogeschmack nicht so gerne mag. Also ich mag es lieber, wenn es nach Schokolade schmeckt. Jetzt geben wir uns die erste Schicht Creme drauf. So, dass alles schön bedeckt ist. Genau. Und jetzt kommt die zweite Schicht Löffelbiskuit. Genau. Ganz dicht an dicht legen. So. Noch den letzten.
Jetzt decken wir uns das nochmal mit einer Schicht Creme zu. Schön noch die paar Löcher schließen. Und jetzt geben wir uns eine Folie drüber und stellen es so, wie es ist, in den Kühlschrank. Das Kakaopulver geben wir erst nach der Kühlzeit drüber, weil es uns Feuchtigkeit zieht und dann wird es so ganz, ja, matschig fast schon. Also das wirklich kurz vorm Servieren erst drüber geben. Dann zeige ich euch noch, wie man die Kakaosplitter macht und dann können wir es auch schon genießen. Die Tiramisu war jetzt für 3,5 bis 4 Stunden im Kühlschrank. Die Creme ist jetzt schön fest geworden und jetzt habe ich euch gesagt, ich mache noch Schokoladensplitter drauf, weil ich das einfach vom Geschmack her lieber mag. Dafür nehmt ihr so ein Stück Block Schokolade und ein etwas breiteres Messer, was wirklich über die ganze Fläche des Blocks geht. Und dann setzt ihr das mit einem leichten Winkel auf den Schokoladenblock, drückt hier mit den Fingern auf das Messer und zieht das Messer so nach hinten. Dann entstehen so kleine Schokoladenröllchen. Ich zeige euch das mal. Und jetzt raspeln wir uns hier einfach so Schokoladenstreifen runter. Die geben wir uns dann hier schön auf das Tiramisu drauf. Ist jetzt gebrochen, das macht aber nichts. Es funktioniert trotzdem noch. So dünn kriegt ihr die nie, wenn ihr die Schokolade flüssig macht und irgendwo aufstreicht, sondern das geht wirklich nur mit diesem Trick. Ist irrsinnig schnell gemacht und sieht total nett aus. Das reicht auch schon. Und jetzt geben wir noch oben drauf ein bisschen Kakaopulver. Einfach einmal fein drüber stäuben. Sieht schön aus. Und mit der Schokolade schmeckt es halt nicht ganz so herb, wie wenn ihr nur Kakaopulver verwendet. Nicht zu viel vorsichtig sein mit dem Kakaopulver. Das reicht. Ja, wie ihr seht, das sieht unwahrscheinlich schön aus und ihr kennt es vielleicht, wenn man das Tiramisu in den Mund nimmt und da ist dann wirklich so eine 2 mm dicke Schicht Kakao drauf. Das bremst dann irgendwie so im Mund am Gaumen und da schmeckt es natürlich viel lockerer durch diese luftige Schokolade, die da oben drauf ist. Ja, jetzt können wir es eigentlich, so wie es ist, servieren. Lasst es euch gut schmecken.